Ja, ich wünsche euch einen schönen guten Tag, liebe Freunde und Abonnenten. Ja, ich habe heute ein kleines Infovideo geplant, um was ihr jetzt seht, weil ich ein paar Themen ansprechen möchte, die mich aktuell ein bisschen, ja, die ich zum Ausdruck bringen möchte. Und das erste bezieht sich auf Lego City Undercover. Als erstes mal möchte ich mich bedanken. Moment, das war doch hier, ne? Trailer von nicht, ja genau. Auch wenn ich vielen Videos eigentlich so gut wie kaum Aufmerksamkeit bekomme, also 610 Abonnenten ist fast das höchste, was ich je bekommen habe. Also jetzt allen Let's Play Videos. Und da möchte ich euch erstmal ein großes Dankeschön sagen. Und zum anderen möchte ich sagen, dass es wahrscheinlich nicht mehr in 1080p kommen kann. Die Parts habe ich ja bisher immer in 1080p hochgeladen, aber es liegt einfach daran, dass mein PC nicht der beste ist und das Aufnahmesystem, mit dem ich das ja aufnehme, die Elgato Game Capture, ja, einige Ressourcen benötigt und mein PC halt nicht ganz so damit klarkommt. Es erreicht die eigentlich voll und ganz, aber wahrscheinlich ist es für 1080p zu hoch. Ja, und deshalb werde ich das jetzt erstmal dann in 27p machen, weil ich denke mir, es ist besser, wenn man dann wenigstens ein schönes Video sieht. Es muss ja nicht die vollste, beste Grafik sein, aber man sieht es zumindest dann ohne welche Störungen und ohne welche Asynchronität und was weiß ich, nicht nur alles dazu kommt. So, da möchte ich noch auf einen anderen Aspekt eingehen, denn es werden jetzt wieder, nachdem jetzt Wind Waker zu Ende ist, werden jetzt zwei Projekte wieder stärker in den Fokus kommen. Ja, das ist natürlich beendet hier, wie gesagt, aber es wird dann Smaragd wiederkommen. Da musste ich eine kleine Pause machen, weil es da wieder so einen komischen Fail gab, was auch immer da wieder los war. Und jetzt auch Twilight Princess geht dann wieder weiter. Und zusätzlich habe ich auch mal überlegt, dass ich bald auch wieder Mario Kart aufnehmen werde, aber mal sehen. Ich werde aber nur noch gucken, dass ich dann die Cups noch alle zu Ende bekomme, weil es wird ja in der E3 in diesem Sommer soweit sein, dass ja ein neues Mario Kart Wii für die Wii U angekündigt wird. Ja, und dann würde ich wahrscheinlich dann das eher machen. Ja, was wollte ich noch sagen? Genau, ja, Zelda Twilight Princess wahrscheinlich dann auch nur in 27p, weil das ja eigentlich dasselbe Thema ist wie bei Lego City Undercover. Gut, falls ihr es auch noch nicht bemerkt habt, Advance Wars, der zweite Teil ist auch schon gestartet gestern. Solltet ihr auch mal reinschauen, ist lustig und setzt die Serie gut fort. Solltet ihr mal reinschauen. Ja, und der letzte Punkt noch, den ich ansprechen möchte, ist eine Ankündigung. Und zwar, dass ich demnächst vorhabe, mein ewig geplantes 100 Abonnenten Special, ja, jetzt habe ich schon 128, also schon 125, die nächste besondere Zahl. Ja, also da habe ich demnächst vor, dann Special zu machen. Und ich kann euch auch schon verraten, es wird wahrscheinlich ein Livestream sein, was ich geplant habe. Ich habe mir da schon mal so ein bisschen bei diesem Twitch das da angeschaut. Und ja, das sah eigentlich relativ gut aus. Und ja, ich denke mal, darauf werde ich es dann machen. Ich weiß nur noch nicht, was ich genau machen möchte. Und das würde ich dann an euch weiterleiten. Oh, es ist die schöne Musik weg. Naja, egal. Also das würde ich dann gerne an euch weiterleiten, was ihr für Vorschläge habt, was ich in diesem Livestream machen soll. Die Wahl liegt bei euch, ihr könnt es aussuchen. Ich habe zwar auch schon mir ein paar Ideen gemacht, aber ich würde mich natürlich auch euren Vorschlägen ansehen und dann entscheiden, was ich dann machen werde. Gut, also in der Beschreibung findet ihr dann auch nochmal diese letzten Videos hier, wie ihr hier schon ein bisschen sehen könnt. Solltet ihr mal bei ein paar reinschauen, vor allem im Finale von Zelda Wind Waker, ist ganz lustig, genauso auch wie in dem Finale von Advance Wars. Gut, ich weiß aber auch, dass das nicht jedermanns Sache ist, das kann ich verstehen, aber naja. Gut, also dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich für die knapp 5 Minuten Aufmerksamkeit, die ihr mir geschenkt habt. Ich glaube, heute sollte der zweite Teil von Advance Wars 2 kommen und der 13. Part von Lego City Undercover, wo ich auch noch die Thumbnails machen muss, juhu. Da werdet ihr wohl sehen, weshalb ich das meinte mit diesem Problem.
Naja, gut, also wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Part und tschüss. Also bis zu den nächsten Parts, Projekten und tschüss.